Mach doch mal eine Hanse-Challenge in Lübeck. Denn schließlich ist Lübeck ja auch eine Hansestadt. Wir sagen es ja immer wieder, Hanse-Challenge ist etwas Besonderes. Sie ist gestartet, die 6. Hanse-Challenge hier in Lübeck. Und wir schauen uns das Ganze mal von oben an. Die Hanse-Challenge hier. Von und mit Team Family Force. Da sitzt er, der Dominik aus Lübeck. Das Ganze, wie gesagt, von oben. Ja. Und da der Nico aus Rostock. So, und nun gehen wir einfach mal nach unten. So, da sitzt er nur eben noch von oben. Jetzt genau hier am Tisch der Dominik aus Lübeck. Und ich denke mal, wie üblich mit Burning Abyss. Wie bitte? Nee, nicht ganz. Wir gehen mal weiter durch die Runde hier. Wie gesagt, erste Runde wurde gestartet. Und ihr seht es, 68 Teilnehmer hier in Lübeck. Und das Ganze ohne Marzipan und auch ohne Fritz Cola. Aber natürlich mit Ultimate Guard und Team Family. Tja, die Runde 2 ist nun auch gestartet. Und was passiert natürlich in Runde 2? Team Family Force spielt mal wieder gegen Team Family Force. Pascal gegen Dominik in Runde 2. Und das Ganze natürlich gesponsert von Ultimate Guard und natürlich auch auf den Haus einen Matten von Team Family Force. Lübeck hat drum gebeten, Lübeck hat sie bekommen. Die Hanse-Challenge, die 6. Hanse-Challenge. Ja, hier sitzt er. Ein Spieler, schon zweimal gewonnen auf der Hanse-Challenge hier in Lübeck. Wie gefällt sie dir? Ihr wolltet sie unbedingt haben, ihr habt sie bekommen, die 6. Hanse. Und was findest denn du eigentlich so besonders hier auf der Hanse-Challenge in Lübeck? Ob ich das so besonders finde oder was ich dir so finde? Ich finde es schön, dass wir auch mal mit Menschen spielen können, die von außerhalb kommen. Das ist bei uns normalerweise nicht so. Und ich glaube auch, die Anzahl der Mitspieler zeigt ja auch, dass die Leute Lust drauf haben. Und das freut uns einfach, dass wir hier in der Gegend ein größeres Turnier haben dürfen. Und wir sind auch sehr dankbar. So, dritte Runde läuft. Hier ist unser Zombie-Zocker, der den Stand hat. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen rum und fragen mal die Leute, was sie von der Hanse-Challenge halten, warum sie hier sind. So, Mahlzeit, Jungs, darf ich mich zu euch setzen? Okay. So, wie geht's euch? Woher kommt ihr und warum seid ihr hier? Rostock. Und ja, ich war auf den letzten Hanse-Challenge dabei und wollte einfach mal wieder mitmachen. Und bei dir? Also, ich spiele in Kiel, komme aber aus Preetz, kleiner Ort in der Nähe. Das ist meine erste Hanse-Challenge, auch erstes Turnier. Also totaler Neuling in der Hinsicht. Ich spiele auch erst seit einem halben Jahr, also ganz in Ordnung. Das ist doch schön. Und was hat dich dazu verleitet, hierher zu kommen? Ich wurde von ein paar Leuten, die beim Gandalf, also dem Spielladen in Kiel bei uns spielen, angesprochen und gefragt, ob ich mitkommen will, weil ich dort bei den Locals immer mitmache. Und dann habe ich gesagt, ja, fahren wir mal hin. Wie gesagt, hat dann dem Wochenende gepasst und sind wir mal hingefahren. Bisher läuft es nicht so gut, aber kann ja noch mit. Das ist ja geil, weil bei den Turnieren lernt man ja aus Fehlern und wird dadurch besser. Ne? Es ist besser als so, sag ich mal, Locals oder zu Hause zu testen, weil auf Turnieren ist halt ja, eine bessere Atmosphäre. Man konzentriert sich viel besser und man macht nicht so auf, ja, ich könnte das machen, sondern du musst es machen und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und dadurch lernst du doch am besten, ne? Auf jeden Fall. Man kann
zahlt jetzt in Thailand mehr Geld. Natürlich Lehrgeld, aber bis heute. Wo machst du das nicht? Ja, okay, das stimmt. So, aber jetzt nochmal kurz zu dir. Du hast gerade gesagt, das ist nicht deine erste, sondern schon deine zweite, dritte? Dritte Handelstelle. Was bringt dich dazu, immer zur Handelstelle zu kommen von Team Family Force? Es ist einfach ein cooles Turnier. So. Also es ist schön, dass mal hier in der Region was passiert, weil bei uns in Rostock ist nicht so viel los. Und dann nehme ich das immer mit, wenn es geht. Na, ist doch wunderbar. Freut mich. Danke fürs kurze Interview. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg, viel Spaß. Und besonders dir, Übung macht den Meister und Lehrgeld muss jeder zahlen. Turnier läuft, vierte Runde. Wir sitzen beide an Tisch 1. Deckcheck. Ja, dann nutzen wir doch gleich mal die Zeit, um den Deckcheck zu überbrücken. Was treibt dich zu diesem Turnier? Ich habe echt Hammerlust auf Yu-Gi-Oh! Und deshalb bin ich einfach mal aus Flensburg mit drei Kollegen hergefahren und wollte unbedingt das mal erleben. Also es ist dein allererstes Turnier, was du jetzt hier bei uns mitmachst? Ja, bei euch auf jeden Fall. Echt super organisiert, was ihr hier gemacht habt. Bin ich echt toll von euch. Danke fürs Kompliment. Ich leite es weiter. Ja, Flensburg, wie lange habt ihr gebraucht bis hierher und wie viel seid ihr? Ja, insgesamt sind wir im Prinzip zu sieben. Sieben Leute, alle aus Flensburg? Und wie lange habt ihr gebraucht bis hierher? Es hat insgesamt ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Ist doch noch angenehm, ne? Für diese Turnierstrecke, für das Turnier? Ja, klar. Ja, so Eindrücke hatten wir schon drüber gesprochen. Ich würde jetzt fragen, was du spielst. Ist aber blöd, weil wir gegeneinander spielen, aber ich versuche es trotzdem. Was spielst du? Dann verrätst du aber, was du spielst. Also ich spiele Yu-Gi-Oh! Jetzt bist du dran. Metal Force. Echt? Metal Force, was war denn das? Ah, hängen geblieben. Hier, Metal Force, auch Tisch 1. Das sieht aus wie, wie heißen die Dinger? My Spector, genau. Ja, also ich hab's ja gesagt, ich spiele Yu-Gi-Oh!, aber andersrum, bevor wir sagen, was ich spiele. Du hast gesagt, du fängst an? Das ist beschissen. Weil wenn ich sage, was ich spiele, dann spielst du ganz anders. Also, ich habe ja gesagt, ich spiele Yu-Gi-Oh!, es tut mir leid, Jungs. Ja, ich ziehe mir den Schuh selber an, aber wenn ich jetzt verrate, was ich spiele, der ein oder andere wird es nachher verstehen, ist zu große Information. So, nun renn mal nicht weg. Renn mal nicht weg. Du hier auf der Handelschallenge. Die wievielte? Deine wievielte? Erste. Ja, soweit. Alles okay. Was sagst du so zur Handelschallenge und dem Prinzip System Handelschallenge? Das ist schön, auf jeden Fall. Das ist mal Abwechslung, was anderes als auf Regionals oder so. Man kann ja auch was zu essen kaufen und so. Das heißt, du würdest wiederkommen? Ja, auf jeden Fall. Wenn es in der Nähe ist. In der Nähe heißt? Ich komme aus Kiel. Aus Kiel, dann würde ich doch einfach mal sagen, Handelschallenge Neumünster. Zum Beispiel, wäre ich dabei. Wir hatten es schon in Greifswald. Team Family Force Mitglieder, wie die Hühner auf der Stange an einer Tischreihe. Noch hier in Lübeck haben wir es so. Hier ist es zwar nicht komplett Team Family Force, aber Team Family Force and Friends. Wie die Hühner auf der Stange in einer Tischreihe. Hier vorne haben wir den Salman, dann haben wir den netten blonden Kopf von Pascal, Team Family Force and Friends, hier der Vincent von hinten, ja, und hier haben wir das lockige, flockige Haar vom Dominik. Ja, und hier auch wieder mal so ein Star-Duell in Lübeck, auf der Handelschallenge in Lübeck. Der Dominik aus Lübeck gegen El Blondi, the face of Family Force, Pascal. Ja, und hier haben wir ein Wunder. Das Wunder von Team G4M. Ja gut, der Christopher, der ist natürlich kein Wunder, denn der ist bis jetzt auf fast jeder Hanse-Challenge dabei. Aber hier haben wir den Daniel. Daniel, ein Gesicht vom Team G4M. Auf der 6. Hanse-Challenge dabei. Ja, ihr hört richtig, auf der 6. Hanse-Challenge ist der Daniel dabei. Er war auch noch nicht eine Hanse-Challenge, aber auf der 6. Vielleicht liegt es daran, dass Grevesmühlen ja gar nicht so weit weg ist von Lübeck. Er ist dabei und er ist eigentlich noch ganz gut dabei. Auch, wie ich schon immer erwähnt, Team G4M auf dem hauseigenen Matten von Ultimate Guard, www.ultimateguard.com.
Hansa.com. Also vielleicht auch öfters dabei, auf der Hansa Challenge und auf anderen Turnieren, Europa und deutschlandweit, der Daniel vom Team GVM. Tja, Hansa Challenge Lübeck, die sechste. Wir sind, ja, Vorrunden sind durch, wir stehen hier im Finale und wer sitzt da? Unser Freund Peter. Und der erste FC Union ist immer noch auf seinem T-Shirt. Es steht 1-1 zwischen den beiden Spielern und sie sind sogar schon im Timeout. Und wir vom Team Family Force, wir hoffen immer noch, dass der Pokal endlich mal hier oben im Norden bleibt. Schauen wir mal, wie es dabei rumkommt. Ja, die Halle oder die Location, die ist etwas leerer geworden. Der Dominique aus Lübeck war der Meinung, nee, ich lasse den Pokal einfach mal da stehen, ich will ihn nicht gewinnen. Und hier der Rest, ja, das ist alles Lübeck. Lübecker Spieler, gemischt mit Hamburger Spielern und eben dem Jungs vom Hansa Challenge Team. So, schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgeht. Der Arne sitzt da, ja, was macht der Peter da, ne? Wir warten ab, wie es ausgeht und dann schauen wir mal, wer hier die sechste Hansa-Challenge gewinnt. Tja, schaut es euch an. Das ist er. Das ist er, der Gewinner. Der Gewinner der sechsten Hansa-Challenge. Da sitzt er mit Basecap. Er versteckt sich hinter seinem Basecap oder unter seinem Basecap, aber genau das ist er, der Gewinner der Hansa-Challenge hier in Lübeck. Und hier... Hier sitzt da unser Peter. Er hat wieder mal nur den zweiten Platz erreicht. Aber für den zweiten Platz gibt es keinen Pokal. Peter, du wieder mal auf der Hansa Challenge. Wie hat es dir heute hier auf der Hansa Challenge gefallen? Sehr gut. Waren auf jeden Fall mehr Gegner, härtere Gegner. War interessant, mal eine neue Gegend zu erkunden. War sehr interessant, ja, mal Finale zu sein. Dann habe ich ja heute auch schon meinen Pokal bekommen, das ist schon auch eine verletzte Mann. Deswegen, wir gehen mit dem Pokal nach Hause, das ist die Hauptsache. Deswegen, hat Spaß gemacht, nächstes Mal. Ja, Peter, auch wir sind der Meinung, dass diese Hansa-Challenge irgendwie eine andere war. Aber ich selber kann nicht sagen, warum sie anders war. Aber vielleicht kannst du es sagen. Na, es waren ja neue Leute da aus vielen verschiedenen Orten. Ich weiß ja nicht, 68 ist ja eine neue Zahl oder waren wir 72? Auf jeden Fall, ja, waren auch verschiedene gegen Hamburg, Kiel, Lübeck, aus Rostock, Leipzig, Brandenburg, Berlin, vielen gegen. Für die ich vergessen habe, aus Kiel, aus verschiedenen gegen sehr viele Leute. Deswegen war es sehr interessant gewesen, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen alles perfekt. Ja, alles klar, Peter. Und jetzt wird es für dich, auch für Team Iron Avenger, du darfst jetzt alle grüßen, die du möchtest. Ja, ich grüße alle aus meinem Team. Ich grüße alle, die mich kennen. Ich grüße noch meine Mutter, meine Ex-Freundin und noch meinen Kater Blacky. Bis zum nächsten Mal. Aber warte mal kurz. Und Family Force, danke noch an Zombie Soccer, Herzen jetzt. Und kommen auf jeden Fall am 19. November nach Stralsund. Ich bin nicht dabei, aber trotzdem werden viele dabei sein. Schöner Tag, kommt einfach am 19. Alles klar, danke, Peter. Ja, und da sitzt er nur ohne Pokal. Ja, wer will denn die überreichen? Er bleibt endlich mal im Norden, der Pokal. Nimm ihn dir, hol ihn dir, hol dir deinen Pokal. Endlich mal, da hat er ihn. Da hat er ihn, den Pokal der Hansa Challenge. Er bleibt im Norden. Da gehört er rein, der Pokal, der Hansa Challenge Pokal, der sechsten Hansa Challenge. Okay, alles klar, da sitzt er. Jetzt guckt ihn nochmal an, völlig im Profil, der Gewinner der sechsten Hansa Challenge. Tja, schaut es euch an. Da hauen sie alle ab. Sie verlassen die Location, die Jungs aus Hamburg hauen ab. Sie verlassen uns. Und das war sie dann auch. Das waren sie auch. Das war sie auch. Die sechste Hansa Challenge hier in Lübeck. Nicht in Rostock, aber mit Ultimate Guard und Team Family Force. Die Halle ist leer, die Mülltüten hängen noch. Aber wir sehen und hören uns ja schon wieder. Das Ganze in guten vier Wochen in Stralsund. Hansa Challenge, nicht in Rostock, aber in Stralsund am 19. November. Wahrscheinlich wieder mit dem Dominique.
sagen. Dank nochmal an Team Family Force. Das hat super geklappt bei der Hanse Challenge. Location ist richtig geil gewesen. Waren viele Spieler dabei. War alles cool. Judges waren echt gut. Und vielen Dank nochmal. Danke auch an Burkhard. Danke auch an Dominik. Ja, und wie gesagt, 19. November, Hanse Challenge Stralsund. Von und mit Team Family Force und Ultimate Guard. www.ultimateguard.com.